Das Projekt Life Network Danube Plus schließt an andere erfolgreiche Renaturierungsprojekte, beispielsweise an die Fischwanderhilfe Greifenstein. Damit wurde 2016 das Donaukraftwerk Greifenstein für die Fische passierbar. Hier in der Au beim Donaukraftwerk Greifenstein gibt es ein System aus künstlichen Stauhaltungen. Diese Becken bewässern die Au und sorgen dafür, dass sie nicht trocken fällt. Was wir aber dabei haben, sind Tümpel, die für Fische nicht passierbar sind. Es gibt zwar einen Durchlass, doch der ist doch mit 1,5 Metern zu hoch, damit die Fische drüber springen können. Im Rahmen des EU-Projekts Life Network Danube Plus haben wir hier fischfreundliche Maßnahmen wie diesen Schlitzpass errichtet, durch den die Fische mühelos von unten nach oben stromaufwärts schwimmen können. Der Altarm neben dem Donaukraftwerk liegt noch im Winterschlaf. Hier entstanden im Zuge des Projekts fischfreundliche Uferstrukturen, Kiesaufschüttungen und ein sogenanntes Constructed Wetland, ein Nährstofffilter, der die Badequalität des Wassers verbessern wird. Herzstück des Projektes Life Network Danube Plus ist zweifellos die Fischwanderhilfe beim Donaukraftwerk Altenwörth. Hier ist auf 12,5 Kilometer Länge Niederösterreichs längste Fischwanderhilfe entstanden. Und es ist nicht nur eine Fischwanderhilfe, es ist ein gewaltiger Fluss, der hier gegraben wurde, der nicht nur eine barrierefreie Umgehung des Kraftwerks ermöglicht, sondern auch Lebens- und Laichräume für alle Lebewesen am Wasser zusätzlich schafft. Hier am Donauufer erkennen wir die ganze Problematik, um die es bei der Fischwanderhilfe in Altenwörth geht. Wir müssen den Fisch von dort oben hinunter um das Kraftwerk herumbringen. Und das tun wir, indem wir das Krems-Kamp-Gerinne mitbenutzen, indem wir zusätzliche Kiesbänke schaffen und indem wir ein Rampengerinne konstruieren, über das der Fisch dann dieses Hindernis überwinden kann. Noch sieht es hier sehr verschlafen aus bei der Au beim Donaukraftwerk Altenwörth. Aber schon bald, wenn es wärmer wird, werden sich hier die Fischlein tummeln und diese wunderschöne Gelegenheit nutzen zum Ableichen. Wir freuen uns auf eine schöne Eröffnung der Fischwanderhilfe Ende April und verabschieden uns einstweilen vom Altenwörth.